In die grüne Sapsche. Hier sollte man bestimmt nicht reinfallen. Das sieht nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut aus. So. Besser. So, hier kommen wir rüber. Warte, Truhe. Hier. Truhe da und gegendrücken. Hops. Genau. Zing, 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 zing. Oder wir machen einfach so, fällt mir gerade ein. Nix. Also die Banken werden auch immer Mauer. Je weiter wir nach unten kommen. Und wir hätten gerne 8. Danke. Oh, du fährst nicht aus? Okay. Also ich habe den Verdacht, wenn man da zu nah rankommt, dann schießen die nach vorne und spießen dann auf. Deswegen habe ich da immer so einen riesen Umweg drum gemacht. So, für euch benutze ich mal Patronen. Ihr seid ja eher am Schlafen. Hat ein bisschen so eine Baracke. Möchte das so eine Treppe sein und kein Schlafdingens. So ein Springbrunnen wäre noch ganz nett. Oh. Hier geht's überall runter. Da sind wieder Augen. Gut, gehen wir mal hier runter. Oh, und da geht's ganz runter. Aber vorher will ich noch gucken, ob hier irgendwo ein Springbrunnen ist. Also wenn ich es plätschern höre oder so. Ein Wald? Okay. Da ist wieder ein deprimierter Fischmensch. Zing, zing. Nö. Was haben wir hier? Okay. Die halten eine Menge aus. Aber wir haben noch 33 Schuss. Was jetzt nicht so wirklich viel ist, aber wenn wirklich so eine Art Endgegner-Boss kommt, dann werden wir mehr als 34 Schuss verbrauchen, denke ich. Oh, und die werden nicht ausgelöst, wenn man dran vorbeiläuft, sonst hätte ich gerade ausgelöst. Bist du essbar? Nein, bist du nicht. Ich hätte gerne essbares Essen. Ist das zu viel verlangt? Oh, hier ist viel Munition, wollte ich nicht sagen. Doch, wollte ich. Also abgesehen von dem Gegner eben gerade, dieses fliegende Augen-Mund-Ding, was recht viel ausgehalten hat, ist das hier ziemlich gut machbar. Da fand ich die Statuen wesentlich garstiger. Oh, die können schießen. Okay. Ich glaube, ich gehe mal runter. Hier scheint nirgendwo irgendwas zu sein, was mich interessiert. Okay. Da. Wie oft bin ich jetzt schon runtergegangen? 2-mal? Mit. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, muss ich schon sagen. Hihihihi. Oh. Das war eigentlich nicht der Plan gewesen. Oh, und da ist so ein garstiges. Oh, okay. Dich looten wir ganz bestimmt nicht, das kannst du knicken. Oh, 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 okay. Vorsichtiger sein. Viel. Vorsichtiger sein. Ich hätte gern was zu essen. Gib mir Essen. Oh, da geht's wieder runter. Ach komm, jetzt bin ich neugierig, wie es zu Ende geht. Standardfehler überhaupt in jedem Spiel. Der Hauptstory folgen. Oh, das. Oh, das ist gemein. Leerer Springbrunnen. Was ich sagen wollte. Hauptstory folgen, Nebenquests ignorieren. Da hat man das Spiel durch. Will es aber nicht neu spielen, nur wegen der Nebenquest. Und lässt es dann meistens bleiben. Deswegen immer schön die Nebenquest machen. So.
komische Musik? Nee. Ich habe so einen komischen Ton gehört, so einen einzelnen Ton. Hast du noch mit? Ich verschwende gerade ein bisschen Schlösser, aber ist mir ziemlich egal. Schlüssel meine ich. Schnarrig. Denn wir haben ja doch ein paar Schlüssel. Und ich denke, das Spiel wird gleich rum sein. Also sind die Schlüssel nicht mehr wirklich wichtig. Ja, richtig. Vergammeltes Fleisch hinter der... Ich sag nichts. Was zur Hölle? Ich schmeiß eine Feuerbälle? 32 Schuss. Oh, 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 oh. Ein Schlafender, okay. Er ist eine Falle gelaufen. Das war nicht sehr helle. Zing, zing. Hallo. Hallo. So. Oh, das ist doch nicht giftig. Keine Pflanzen dran. Keine Pflanzen dran. Das sieht wichtig aus hier. Ja. Wir haben den nächsten Ort. Und gehen raus. Okay. Also entweder kommt jetzt eine andere Basis, nicht eine Bücherei, sondern irgendwas anderes mit neuen Büchern. Oder wir haben gleich das Spiel durch. Okay, erstmal will ich jetzt was zu essen haben. Hier muss es noch irgendwo was zu essen geben. Vielleicht hier oben irgendwo. Na komm. Nimm die Leiter und geh dran hoch. Nee. Hier war nichts. Aber es gab irgendwo noch eine andere Etage mit ganz vielen Büchern. Hier oben. Aber es sind keine Pflanzen. Oh, doch, da hinten. Eins. Zwei. So. Ich würde gern... Wo zur Hölle bin ich hier? Ich würde gern zurück zum Hauptraum. Au. Komm schon. Wir müssen das ultimative Böse töten oder so ähnlich. Wir haben keine Zeit, in der Bücherei über Treppen zu stolpern. Da. Das, oh. Das wäre auch interessant, wenn die Bücherei hier als Arena gilt für den Endkampf, wenn es sowas gibt. So, und euch tun wir mal... Ja, okay. Es ist vollkommen egal, wir werden nicht sterben, denke ich. Wir können jetzt 6 Mal wieder aufstehen. Tür ist offen. Hehe, es gibt eine neue Bücherei. Explorer's Journal, Page 3. Oh Gott, nein. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich habe einen Weg aus der Bücherei herausgefunden. Aber erst jetzt habe ich ihre wahre Natur gefunden. In meiner Flucht habe ich Pandoras Box geöffnet. Die Bücherei ist ein interdimensionales Gefängnis, kreiert tausende vor Jahren zuvor, um die Uralten gefangen zu halten. Wie ich hier gefangen wurde, ist ein Mysterium. Aber es ist sicher, dass die Flucht von mir bedeutet, dass das Gefängnis geöffnet wurde. Unsagbares Grauen fließt nun hinaus in die Erde durch das, was ich getan habe. Können sie irgendwie wieder eingeschlossen werden? Also bin ich jetzt in der richtigen Erde? Also auf der richtigen Erde? Und die ganzen Monster sind hinter mir her. Und versuchen rauszukommen aus meinem Haus. Und ich muss die alle töten. Und irgendwie wieder wegsperren. Das heißt, eventuell haben wir jetzt alle 3 Dimensionen nochmal. Ich weiß ja nicht. Gucken wir.
Du bist schon mal ein nerviger Gegner. Wenn jetzt immer noch Statuen auftauchen, dann ist es vorbei. Ah, Munition ist gut. Ja, die Dinger, da mag ich nicht. Die will ich aber auch nicht abschießen, die halten nämlich zu viel aus. Blubblu. Ja, ja, ja. Muck ruhig rum. Ich werde trotzdem nicht auf die schießen. Ich habe nur noch 34 Schuss und die will ich für die Uralten bewahren. Hm. Oh, ich muss jetzt nach oben gehen. Das ist ja auch mal ein, ist nur ein kleines Detail, aber normalerweise muss ich immer nach unten. Hier ist halt alles verkehrt. Oder so ähnlich. Oh, oh, oh. Ja, ja, ja. Geht weg. Nimm, 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 nimm. Zing. No. Springbrunnen wird es hier keine geben, hm? In der Wirklichkeit, die mich mehr aushalten lassen, ist mir zumindest bisher nicht untergekommen. Hoch. Alle leer. Räume bringen gar nichts. Okay. Außer mich zu verwirren. Hier, da lang. Ein Badezimmer? Nee. Ein Licht. In der Dunkelheit. Oh. Wir haben im Inventar oben links jetzt eine Lichtanzeige. Die hatten wir vorher nicht. Also wir hatten jetzt ein Lichtlein an. Wahrscheinlich müssen wir ganz viele Lichtlein anzünden. Dann passiert irgendwas. Oh, ganz schön viel Essen hier rumliegen. Oh, Essen, Essen. Anzünden, weglaufen. Oh, dort lag ein Schlüssel. Okay. Schlüssel. Ah, wir müssen nicht nach unten, wir müssen nach oben, verdammt. Okay. Nee, 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 dich wollen wir nicht töten. Wir wollen... Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch, weiter hoch. Oh, da ist ein Ausgang eingezeichnet. Da, geht's nach oben. Hoch, okay. Nächster Tagebucheintrag. Ich könnte eine Möglichkeit gefunden haben, das Böse, das ich aus Versehen freigelassen habe, wieder einzuschließen. In meinen Forschungen habe ich gelernt, was das Ritual der Bindung ist, welches die Mystiker früher verwendet haben, um die Uralten einzusperren. Das Ritual der Bindung wird durchgeführt, indem man uralte Wörter laut spricht, was die Invasoren in einem unendlichen Gefängnis einspannt, das unbekannte Dimensionen als Proportion hat. Und dann muss eine Person geopfert werden als ewiger Wächter des Gefängnisses. Wer das wohl war? Damals und gleich... Das Ritual kann verstärkt werden durch das Anzünden von 3 Kerzen. Die Kerzen werden das Ziel markieren im Herzen des Gefängnisses und sie in einen Schlummer, zu einem Schlummer bringen. Uralte Texte sprechen von einem weiteren Schritt, in welchem die Wächter Bürde aufgegeben werden kann durch ein, naja, Double oder sowas in der Richtung, aber die Details sind verloren gegangen in der Zeit. Also liest das Ganze für mich so: Es gibt 3 Enden gleich. Ein Ende, wir sprechen aber gleich den Text. Zweites Ende. Wir zünden 3 Kerzen an, sprechen den Text. Drittes Ende. Wir finden einen Ersatz. Zum Beispiel diesen einen depressiven Fischmenschen.
dem sein Kopf gegen die Wand schlägt. Den haben wir schon öfters gesehen. Oder ein Shopkeeper. Vielleicht können wir die ja bezahlen. Ey, du kriegst 300 Artefakte. 337 sogar. Und dafür musst du nur hier stehen bleiben.